Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 15 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. In der letzten Ausgabe habe ich Ihnen mitgeteilt, dass Kochen der Vorgang ist, bei dem Zutaten durch Erhitzen und Zubereiten zu Speisen verarbeitet werden. Kochen ist Erhitzen, indem man die Zutaten zu einem Gericht erhitzt. Würzen ist Würzen, indem man das Gericht lecker, bunt und schön schmecken lässt. Heute werden wir über Details der Plattierung und die Verwendung von Besteck sprechen. Die Reihenfolge, in der die Zutaten platziert werden. Die Reihenfolge der Präsentation variiert natürlich je nach Zutaten. Aber grundsätzlich stehen die Hauptzutaten zuerst an ihrem Platz. Dann kommen die Beilagen dazu und schließlich die Soße oder das Dressing. Die Dekoration des Tellers steht in engem Zusammenhang mit dem Stil des Tisches und des Restaurants. Vor allem müssen wir wissen, wie man die Farbe, wie man den Stil des Restaurants passt nicht in Konflikt und kann auch den Appetit der Verbraucher. Gerichte sind unterschiedlich, mit der entsprechenden Dekoration ist auch anders. Die gemeinsame Dekoration der westlichen Lebensmittel ist eine Linie von Blumen. Gemüse schnitzen und Soße garnieren. Die Gerichte sind mit Blumen, geschnitztem Gemüse und Soßen dekoriert. Die Gerichte sind in der Mitte des Tellers platziert. Aber wird ein Gefühl der dreidimensionalen. Mit den Knochen der Schale 2 wird ein guter Hof beachten. Wie die Knochen der Kuhmaschine Entenbrust, in diesem keine Knochen Rondu. In der Regel wählen, um andere Zutaten an der Unterseite zu legen. In die Schale aussehen schräg alle nach dem Kopf und andere Methoden. Zu Hause hohe Gerichte nach dem Gericht der dreidimensionalen Sinn. Um den Appetit der Verbraucher zu verbessern. Jedes Gericht hat seine eigenen Highlights. Und es gibt Schichten von Matching. Nicht nur abhängig von der Platzierung. Um die Aufmerksamkeit auf den Farbkontrast zu zahlen. In der Regel dunkleren Hauptzutaten werden hellere Beilagen wählen. Um die Hauptzutaten zu synthetisieren, natürlich. Die helleren Hauptzutaten werden auch bunte Beilagen wählen. Um zu passen. In der westlichen Küche gibt es keine bestimmte Beilage. Sie kann auf Gemüse basieren, das in der Saison beliebt ist. Aber es ist auch wichtig, die Übereinstimmung der Geschmäcker zu berücksichtigen und daraus die richtige Beilage zu wählen. Das Wichtigste beim Essen ist die Hygiene. Eine gute Hygiene sorgt dafür, dass die Kunden gerne wiederkommen. Und es ist auch sehr wichtig, die Esswerkzeuge hygienisch zu halten und die Teller und das Geschirr sauber und ordentlich zu halten, damit die Kunden eine gute Stimmung haben. Einführung in das westliche Tafelgeschirr. Das Essgeschirr, ob Messer, Gabel, Löffel oder Teller, ist eine Verlängerung der Hand. Der Teller zum Beispiel ist eine Vergrößerung und Verlängerung der gesamten Handfläche. Und die Gabel stellt noch mehr die Finger der gesamten Hand dar. Dank des zivilisatorischen Fortschritts haben sich diese vielen Hieroglyphen-Utensilien allmählich vermischt und vereinfacht. Es wird erzählt, dass der französische Kaiser im 17. Jahrhundert, als er sah, dass seine Minister nach dem Essen die Spitze eines Dolches als Zahnstocher benutzten, dies als unschön empfand und anordnete, die Messerspitze in eine ovale Form zu ändern. Und dies war das ursprüngliche Messer. Das Messer wurde flexibel eingesetzt, um die Zutaten für das Kochen in große Stücke zu schneiden, während das Messer verwendet wurde, um die Zutaten in die richtige Größe für das Essen zu schneiden, je nach persönlicher Vorliebe. If you are interested in our videos, remember to follow us, Wrong Group.
more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.